Vielleicht ein paar Omas einfach umgefallen oder vielleicht ist auch ihr Schrank zusammengefallen, aber das ist total okay, wir übernehmen das. Das waren mal ganz neue Töne hier bei The Voice Kids. Mir hat es sehr gefallen. Amtlich, ein Brett. Und wenn Sie tatsächlich noch mehr Bretter wollen, dann, ja, dann kriegen Sie mal ausnahmsweise nicht im Baumarkt, sondern wenn man den Red Button drückt, dann bekommen Sie tatsächlich alle Highlights von The Voice Kids und da gehört ihr auf jeden Fall zu. Rockzone! Darf ich was sagen? Ja! Also, Rockzone ist Team Vincent. Und Team Steff. Und Team Steff auch gewesen und nicht Team Fanta. Aber ich muss sagen, wenn Rockzone diese Staffel Voice Kids gewinnen würde, dann wäre diese Welt ein ganz großes Stück besser. Und lauter! Danke. Dankeschön. Ja. Wir machen übrigens auch ein GIF aus euch beiden, wie ihr da gerade die ganze Zeit so gesessen habt. Okay. Ja. Klar, du Opfer. Ja. Genau, Querformat, du Opfer. Ja. Vincent, TV-Format, du Opfer. Vincent, warst du eigentlich zwischendurch beim Coaching auch so ein bisschen Opfer? Hast du dich manchmal so ein bisschen gefragt, darf ich denen jetzt überhaupt was sagen beim Coaching? Konntest du dich da durchsetzen? Also eigentlich schon. Ich meine, sie wurden von Tag zu Tag frecher. Aber zum Glück auch besser. Und von daher war das echt super. Also wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden. Vor allem haben sich sie aber auch mit Henriette und mit Papunda sehr gut verstanden. Also ich meine, ein großer Vorteil ist, und oder die Steigerung kann man schon sehen, weil Henriette hat sich die Ohren nicht zugehalten jetzt gerade. Und ich finde es wirklich unfassbar, was ihr gemacht habt. Also du hast am Anfang nur geschautet und jetzt musst du dir auf einmal Klingesang mit reinbringen in die Nummer. Und nicht nur du, Oskar, hast das gemacht, sondern auch Arjen und Ruben. Ihr habt beide gesagt, ey, wir wollen das auch, die Herausforderung annehmen. Wir wollen auch singen. Wir wollen die ganzen Zwischenparts mit übernehmen im Gesang. Wir haben auch sogar gesagt, wollen wir das rausnehmen? Fühlt euch denn wohl an? Nee, wir machen das. Wir haben Bock drauf. Wir wollen Herausforderungen. Wir wollen wachsen. Wir wollen besser werden. Und genau das habt ihr getan. Und das ist von Tag zu Tag zu sehen. Wenn ihr genau mit dem Tempo weitermacht mit Lernen, dann ist es wirklich so, dass Rockzone die Welt dann ein Stückchen lauter machen wird.